Hey Skatfreunde, lasst uns aus guter Tradition am Freitag in die Rätselecke eintauchen. Es ist heute wieder ein neues Rätsel dabei. Gegen fünf spiele ich am liebsten. Da kann man sich wirklich im Stellungsspiel mal hinknobeln. Das schauen wir uns aber nicht an, sondern die Nummer 213, eine Spur von Wunder und auch kein ganz leichtes. Das Ganze von Tim Rust, der euch wahrscheinlich ein Begriff ist. So, was ist denn jetzt hier so wundersam? Ich starte schon mal die ganze Partie, denn der Reizvorgang dauert ein wenig. Wir selber haben hier in Vorhand irgendwie eine ungesunde Mischung zwischen Nulluvert und Grang und naja, es ist noch eher der Nulluvert, man kann aber sicher auch zum Grang finden. Wir kommen aber nicht ans Spiel und das lässt natürlich schon einen gewissen Rückschluss darauf, wo der Kreuzbube zu vermuten ist, denn der Spieler in Hinterhand wird jetzt hier gleich ein Kreuzspiel annoncieren. Also logischerweise Kreuz ohne 4. Ja, und ich sag mal so, mit verdeckten Karten kann man hier sicher keinen Spieler einen Vorwurf machen, der, weiß ich nicht, Herz Ass auspackt, Herz Lusche auspackt, Pik Lusche auspackt. Na, Karo aus der Doppellusche wäre vielleicht das Ungewöhnlichste. Aber das werdet ihr nach ein paar Mal Knobeln rausbekommen haben, dass das gegen diesen Riesen aus Hinterhand nichts hilft. Der hat nämlich die 5 Trümpfe und im Prinzip ein 10 Trümpfer. Der hat also eine ausgesprochen geschlossene Beikarte. Und ja, da mag es umso obskurer anmuten, dass tatsächlich unser einziger Weg auf 60 Augen mit einem Trumpfzug ist. Na, im Prinzip nehmen wir doch dem Alleinspieler damit die Arbeit ab. Wie kann das sein? Aber das Geheimnis ist, dass wir nur so die Chance haben, einmal aus der Mittelhand Herz zu öffnen. Und damit kann der Alleinspieler eben nicht an unser Herz Ass rankommen. Denn in dem Moment, wo er jetzt einmal sticht, darf er natürlich schon nicht mehr Trumpf spielen. Und beim Abwurf hätten wir es halt auch zu Hause. Also, Alleinspieler sticht. Wir sehen auch an den Karten von unserem Partner. Alleinspieler hat in der Beikarte Pik Ass 10 und Karo Ass 10, König Lusche. Kann aus diesem Viererzug Karo schon die 10 drücken. Offensichtlich hat er ansonsten noch die Herzlusche gedrückt, hat also genau 10 Augen gedrückt. So, Karo Ass, wir bedienen, unser Partner bedient. Pik 10, will uns der denn verkackeiern, der Alleinspieler? Ne? Wir wissen doch, dass er das Pik Ass noch in der Hand hat, beziehungsweise wir wissen es nicht sicher, aber es würde uns schon wundern, wenn er nun das ausgerechnet gedrückt hätte. Und da kommt dann auch das Pik Ass und das ist letztlich hier wirklich noch so eine ganz perfide Falle, die uns die Engine hier stellt, nach dem Motto, hier ein Auge mehr, willst du nicht stechen? Denn wenn wir hier einstechen, dann geht unser schöner Plan eben wieder den Bach hinunter. Dann können wir die Trumpfkürze des Alleinspielers nicht ausnutzen und der kommt dann noch an unser Herz Ass ran, beziehungsweise auf jeden Fall kommt er noch über 60 Augen. Nein, wir müssen also ganz abgeklärt hier erst nochmal die Karo Lusche fallen lassen und jetzt haben wir dem Alleinspieler keine Chance mehr für irgendwelche Spielereien gegeben, denn wenn er jetzt mit Karo fortsetzt, dann kann unser Trumpf kurzer Partner stechen und danach machen wir auch Rest, weil Pik hinterherkommt. Mit anderen Worten, der Alleinspieler spielt jetzt Trumpf, weil es einem sich ganz egal ist und damit haben wir jetzt Rest, können die Trümpfe abziehen und was sehen wir? Alleinspieler 50 Augen liegen plus die gedrückten und das waren ja aber nur Karo 10 und Herz Lusche, das waren ja nur 10 Augen mit anderen Worten. Nur auf diesem Weg senkt sich das Spiel hier auf 60 Augen. Was sagt der Abschlusstext? Gut gespielt, nur über mehrere Zauberzüge und das gnadenlose Ausnutzen der Trumpfschwäche lässt sich dieser Riese niederringen, angetreten wie ein Champion. Ja, das sind vielleicht ein wenig zu blumige Worte. Wie gesagt, mit bekannter Karte fällt es schwer genug, diesen Weg zu finden, mit verdeckter Karte nahezu unmöglich. Aber wir sind ja nicht umsonst hier in der Rätsel-Experimentierecke und das ein oder andere von diesen schönen Motiven, das kann dann doch den Weg an den echten Skattisch finden. Davon bin ich überzeugt. Hoffe, ihr hattet Spaß an dem Rätsel. Hoffe, ihr knobelt an dem heutigen Rätsel. Wünsche euch an der Stelle ein fantastisches Wochenende und wie immer, gut Blatt.